erteilen. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Kürze wird in Deutschland der neue Bundespräsident gewählt. Und wir als Freie Wähler sind der Überzeugung, es würde dieser Demokratie guttun, dieses Amt durch das Volk wählen zu lassen, die Bürger mitbestimmen zu lassen, wer sie denn repräsentiert. Und ich sage gleich vorneweg, dieses Amt ist ja bekanntermaßen mit politischer Macht nicht sonderlich stark ausgestattet, aber dieses Amt ist sehr stark mit moralischen Kräften ausgestattet. Das Volk will eine Identifikationsfigur und ich bin überzeugt, die Demokratie braucht gerade in diesen Zeiten eine Identifikationsfigur, die die Demokratie nach innen und außen vertritt und die den Bürgern die Chance gibt, ja auch teilhaben zu können an einem demokratischen Prozess durch eine Direktwahl. Wir sind ja mit unserem Kandidaten Alexander Holt ständig auf Tour und die Erfahrungen sind fast durchgehend dieselben, dass die Bürger sagen, jawohl, wir wollen sie wählen, wir würden sie wählen, aber leider dürfen wir sie nicht wählen. Warum lassen denn die Bürger, warum lässt denn die Politik nicht zu, den Präsidenten direkt wählen zu können? Die da oben entscheiden ja eh im Hinterzimmer und wir werden nicht gefragt. Das ist ja durch die Bank der Tenor, den wir erleben. Und ich bin überzeugt, diese Demokratie ist heute reif genug, dieses mehr an Demokratie zuzulassen. Es wird natürlich sofort auf die Weimarer Republik verwiesen, wo dann ja totalitäre Herrscher sich über dieses Präsidentenamt nach vorne gepusht haben. Aber das ist kein Vergleich mit der heutigen Zeit. Erstens sind die Bürger reif als damals. Zweitens, meine Damen und Herren, ist dieses Amt nicht so ausgestattet, dass dadurch irgendwo diktatorische Züge errichtet werden könnten. Nein, ich bin überzeugt, die Demokratie würde hier massiv gewinnen, gerade in Zeiten, wo sich Bürger immer mehr von diesem Staat ja wegentwickeln und dann eben durch die Wahl von radikalen Parteien ihren Frust ablassen, weil sie eben sagen, ich werde zu wenig eingebunden. Ich kann an Sie also nur appellieren, auch die deutliche Mehrheitsmeinung der Bevölkerung hier endlich ernst zu nehmen. Es gibt mindestens 70% der Bürger, die sagen, ich will direkt wählen und wir vertreten damit als parlamentarische Demokratie, wenn wir das nicht zulassen, nur noch eine Minderheitsmeinung. Wenn wir es den Bürgern verbieten, ihren Bundespräsidenten direkt wählen zu können, nochmal, der Bundespräsident ist mehr denn je wichtig als moralische Instanz, als Identifikationsfigur in Zeiten der Krise. Und ich bin überzeugt, dass diese parlamentarische Demokratie ja auch im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl viele Bewährungsproben zu bestehen haben wird. Umso wichtiger wäre es, dass die Bürger sich wenigstens in einem Bundespräsidenten wiedersehen und nicht sagen, das ist ja nur von drei Parteivorsitzenden hinter verschlossenen Türen ausgekartelt worden. Wir wurden nicht gefragt und deshalb unser Appell an Sie, gehen Sie diesen Weg mit, akzeptieren Sie dieses Mehr an Demokratie und verweigern Sie nicht mit dem Hinweis darauf, dass in der Vergangenheit hier Dinge schiefgelaufen seien oder mit dem Verweis auf Österreich, dass es doch besser wäre, wenn hier nur die Parteivorsitzenden entscheiden. Nein, wir müssen die Bürger Deutschlands in diese Entscheidung einbinden. Mehr Demokratie. Mehr Demokratie, um den Bürgern einen Bürgerpräsident zu gönnen in einer Zeit, wo das dringender nötig ist denn je und der Demokratie ja einen weiteren Schritt nach vorne zu erlauben. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CSU-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Guttenberger das Wort.